Hallo, ich bin Michael, 34, aus Erfurt. Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen im Management. Ich liebe das Kitesurfen und ich liebe die Nordsee. Also ich zähle das tatsächlich noch, weil es noch nicht so furchtbar lang her ist. Es sind 268 Tage, also letztes Jahr Mitte September war das letzte Mal. Danach, ich würde es mal so sagen, habe ich, glaube ich, viel, viel mehr für mich gesorgt. Also ich bin kurz danach im Urlaub gewesen, in St. Peter-Ording. Dort hatte ich eine ziemlich gute Zeit gehabt, habe das Kitesurfen gelernt. Und das war für mich definitiv eine lebensverändernde Erfahrung, einfach, die ich da gemacht habe. Dann hat mir der Wind da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war auch was, was ich gleich dann von Anfang an lernen durfte. Dass man nicht großartig sein kann, wenn der Wind nicht mitspielt oder die äußeren Bedingungen nicht mitspielt. Also es weiß in der Tat nur eine Person, dass ich mich heute hier tätowieren lasse. Das ist meine Partnerin, meine Freundin Maybrit. Und mal schauen, was sie sagt, wenn sie es dann sieht. Letztlich, wie gesagt, kam diese wirkliche Veränderung dann im September mit diesem: Ich muss mich jetzt um mich kümmern und will noch mal ein bisschen mehr zu mir kommen. Und St. Peter, wie gesagt, da war der Sport. Diesem Gefühl, im eiskalten Wasser zu sitzen und zu spüren, was diese Energie, Wind, Wellen und Ebbe und Flut. Das konnte ich immer alles erklären, theoretisch, aber ich habe es nie gefühlt. Und dort habe ich das eben zum ersten Mal so gelernt und habe sehr, sehr viel mehr noch gelernt durch den Sport, was Leichtigkeit ist, was Gemeinschaft ist, wie man sich für einen anderen freuen kann. Nicht zuletzt auch die Wellen als ein Symbol dafür, dass die nächste Welle kommt. Ja, wenn man mal eine Chance nicht wahrnimmt, es kommt die nächste und es geht weiter. Ich war immer so getrieben, so unglaublich leistungsgetrieben. Das ist was, was ich seit frühester Kindheit irgendwo habe. Das ist auch tatsächlich ein bisschen das Ursächliche für mein selbstverletzendes Verhalten gewesen. Immer leisten zu müssen, immer Vollgas geben zu müssen, immer der Beste sein zu müssen. Und dieses zu müssen, das ist tatsächlich dann mein innerer Richter gewesen, der immer größer geworden ist und immer stärker geworden ist. Und dann kam es eben irgendwann, dass ich abends nach Hause gefahren bin und mir überlegt habe, was habe ich heute geleistet, war ich gut genug? Und sehr häufig war die Antwort nein. Und so ist dieser ganze Trouble eigentlich entstanden. Ich habe wahrgenommen, dass ich war der Meinung, dass ich mit dem Leben, wie ich es führe, nicht das erreichen werden würde, was ich möchte. Und ich sag mal, selbstverletzendes Verhalten ist noch ein bisschen mehr als nur Schnittverletzungen, also so dieses mal durch Schläge oder sowas, das verheilt ja schnell und gut wieder. Ich habe keinen Suizidversuch begangen. Ich habe es zum Teil sehr viel darüber nachgedacht, gerade auch im letzten Jahr. Ich habe das teilweise auch vielleicht in Kauf genommen. Ja, also Suicide by Accident, das wäre durchaus was gewesen. Aber ich habe es nie wirklich provoziert. Ja. Am Anfang waren die Abstände deutlich länger. Da habe ich das auch noch gar nicht so furchtbar als Problem wahrgenommen. Ich hatte dann so ein, nach 2, 3, 4 Jahren vielleicht, hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis, wo ich, es ist auch fast schief gelaufen, sage ich mal. Also es war mehr eine Stichverletzung geworden. Und daraufhin habe ich eben auch ein bisschen Angst bekommen und habe mich in ärztliche Hilfe begeben. Oder ich habe es versucht, das ist nämlich auch ein ziemliches Thema. Ich habe versucht, einen Therapeuten zu finden. Bin dann erstmal von einer Klinik abgewiesen worden mit, naja, nicht ernst genug. Ich habe dann weiter gesucht, habe dann eine Therapeutin gefunden. Und es war eine Verhaltenstherapie und das ging, da war dann auch der Höchststundensatz, den ich da abgegriffen habe, und das hat fast 2 Jahre gedauert oder fast ein bisschen drüber sogar.
Und klar, in so einer Verhaltenstherapie oder in so einer Phase, auch wenn, gerade wenn man sowas abschließt, denkt man natürlich schon erstmal, okay, dann ist es ja jetzt vorbei. Aber so ist es nicht. Also es ist, ich wage auch jetzt noch nicht wirklich zu sagen, dass ich es absolut hinter mir habe. Ich würde mal sagen, das ist SVV, okay. Das ist gerade kein Thema, aber ich merke sehr wohl, dass ich immer wieder solche depressiven Phasen habe. Also. Aber ich möchte halt, ich komme klar mit den Narben, es ist okay, ich schäme mich nicht dafür. Aber ich möchte halt nicht immer darauf reduziert werden. Und es gibt wirklich Begegnungen, wo dann Menschen da dran festkleben mit ihrem Blick und dann auch nicht umgehen. Also ich kann nur sagen, ich kenne ein paar Leute, die das auch haben. Ich kenne nur eine einzige Person, die es ohne Hilfe geschafft hat, da rauszukommen. Ich würde immer Hilfe in Anspruch nehmen, das ist überhaupt keine Schande. Oder, man darf, glaube ich, auch das dann nicht mit Watte anpacken und das so gar nicht thematisieren. Am meisten hilft es mir tatsächlich oder hat es mir immer geholfen, jetzt auch in meiner neuen Beziehung, mit drüber reden und schon das Ermutigen, dran zu bleiben, aber das auch nicht völlig auszuklammern. Ich habe letztes Jahr ein Gespräch geführt von einem, da wusste niemand so richtig, warum er jetzt 2 Wochen krank war. Ich hatte ein bisschen eine Ahnung gehabt und dann wirklich von mir aus bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, was ich für Themen habe. Er hat so ein bisschen was anblicken lassen, dann habe ich ihm ein bisschen mehr gegeben. Im Endeffekt sind wir 2 Stunden durch die Fertigung gelaufen, immer im Kreis bei uns und haben uns über seine Probleme unterhalten. Und er, indem ich mich geöffnet habe und gesagt habe, was meine Themen sind. Was ich eben, wofür ich ein bisschen stehe und glaube ich, was mich vielleicht auch für das Projekt ein bisschen interessant macht, man kann trotzdem alles erreichen. Ja? Und das, man sollte sich nicht aufgeben deswegen und sagen, ich habe jetzt was auch immer und das ist ganz schlimm.